Hey. Ja, da ist sie. Die Sonne. Ah ja. So, wo ist denn die White Sail, White Flag? Mein Gott. Die Weinflag. White Flag. White. Die weiße Flagge. So heißt unser Schiff. Ach so. Und die Schaluppe habe ich damals die Small Sail genannt. Und die Galeone ist, das ist natürlich eine spanische Galeone, die Notre-Dame. Was so viel wie übersetzt, ich Aber muss vor es allem, sagen. aber dafür die Haijägerflagge gehisst. Ich muss sagen, Notre-Dame heißt auf Spanisch, ich habe extra geguckt, wir ergeben uns. Finde ich irgendwie witzig. Okay, so, Gentlemen. Moment, Moment, Moment. Erstmal hier neue Waffen ausgucken, ja? Ah ja. Neue Ausgaben, ja. Ach so, ja, stimmt, aber die mochte ich nicht so gerne. Die hatte ich ja beim letzten Mal schon. Ja, die ist ja, Die hat boah, die ist ja Fallen wirklich, dran. nee, die ist ja ekelhaft. Ich habe eine Flamingo-Pistole. Ja. Die sieht ja furchtbar aus. Ich nehme lieber wieder mein Rosenschwert. So, wir müssen zu einem Außenposten, wenn wir weiter die Quest machen wollen. Ansonsten hätte ich gedacht, mit unserer kraftprotzenden Crew, dass wir nochmal Flameheart machen, aber der hat sich wieder verzogen, glaube ich. Ist es denn machbar, Flamehard mit drei Leuten zu schaffen? Ja, Ja, du kannst absolut. Flamehard alleine machen. Ja, okay. Also, Crewabstimmung, Flameheart oder weiter überdenken. Naja, sagen wir mal so, für Flameheart bräuchten wir erstmal einen Flameheart. Ja, ich habe den gerade auf Steuerbord, glaub ich, irgendwo gesehen. Genau, rechts hinter den Wolken. Man sieht leicht seinen Kopf. Meinst du hinter der Sonne? Hinter der Wolke. Ja, genau, da unter der Sonne direkt. Ach, da. Trotzdem Da ist schon brauchen wir mal noch da. einen Außenposten. Jo. Wie sieht denn die Bestückung mit Nicht Kanonenkugeln so aus? gut, deswegen Recht. bräuchten wir noch einen Außenposten. Gut, ich bin auf. Schiff ist auf dem Weg nach So. Golden Sands. Wo ist Golden Sands? Nördlich von Discovery Ridge. Helixblechle. Sieht aber noch aus. Ja, und wir sind auf dem absteigenden Kurs, weil wir sind. Wir haben nämlich gleich Discovery Ridge. Was ist hier so grün? So, dann gehe ich noch mal kurz auf die Insel, würde ich mal sagen. Nehme noch ein paar Kanonenkugeln mit. Denn wir können so viel wie Kanonenkugeln, wie wir nur brauchen. Nicht wahr? Irgendwie so. So viele Kanonenkugeln brauchen, wie wir finden, wohl eher. Ja, so sieht's aus. So, das ist ziemlich weit nach oben. Was ist denn mit deinem Hund passiert? Ach, das ist einer von diesen Animatronic-Hunden, ne? Der ist in den Ofen gefallen. Ich kann da auch nichts für. 10 Euro, dass er was vergonnt ist. Du musst auf Ja, deinen Hund aufpassen, Mensch. ich glaube, er Oh konnte da Gott, was der für. säuft schon wieder. Da mach ich mit. Ja, ne? Hühner! Wo ist mein Affe? An Deck. Nee, nicht der Affe, ich meine den Captain Affi. Er Mr. Affi, nicht Captain Affi. Passiert eigentlich irgendwas, wenn man zu viel Alkohol trinkt? Nee, ne? Du triffst aber nichts mehr. Ja, gut. Oh, wir fahren direkt durch Schätze durch. Ja, solange es kein Fass ist. Nee, Und das kein stimmt. Keck. Ach man, lasst mich doch in Ruhe, ihr blöden Kreaturen der Insel. Ich hatte letztens wieder intelligenteste Crewmates. Ja, ich will nicht drüber reden. Ich sag nur eine Sloop und ein Festungskeck vertragen sich nicht so gut. So, hier ist auch nicht so viel Kanonenkugelmaterial. Ich hab das Meer voll gekotzt. Ja, ich kotze gerade das Schiff voll. Das ist Captain Mutterschiff, das ist nicht schlimm. Der ist daran Hey, gewöhnt. hören Sie auf, mein Schiff voll zu kotzen! Hören Sie auf, sich während des Dienstes zu betrinken! Ach nein, wir sind Piraten. Betrinken Sie sich mehr während des Dienstes! Welcher Dienst? Stimmt.
Der Dienst an der Freiheit. Der Dienst für den Wind und unsere Nasen. Boah Gott, ey. Das waren doch nur zwei. Oder vier. Oder waren es acht? Also wenn man betrunken ist, sehen diese Meerjungfrau-Männer ein bisschen besser aus, ne? Ja. Okay, was ist hier? Ihr habt eine. Ihr wisst, dass die aktuell doppelt zählen, oder? Das was ist? Die zählen doppelt aktuell. Was? Es gibt Fahrt, also ihr... Diese korallenbedeckten Gläser, Flaschen, ja, die man finden kann, die geben die Dinger, diese Blätter hier. Wenn man die Dinger, wenn man diese Atem der See rausholt, kann man die bei jedem Handelsbund, also bei jeder Handelskompanie verkaufen. Okay. Golden Sands ist übrigens im Nordwesten. Das hat jetzt hier voll. Aber ja, was kann man da damit machen? Einfach nur verkaufen oder was? Verkaufen und die aktuell ist noch ein Bug drin, dass die für den Season Pass gibt es eine Tat, da musst du 30 davon abgeben. Beziehungsweise, ich glaube sogar in für die Schiffsratten musst du 30 dafür abgeben. Oder sowas war da. Und ich bin gerade am Gucken. Ja doch, du musst 30 davon abgeben für das Versunken, für die Schiffsratten. Dass du den Fluch kriegst. Mhm. Den du hast, oder? Nee, den lilanen Fluch. Okay. Und dann kannst du. Und die aktuell ist halt noch ein Bug drin im Spiel, dass die doppelt zählen, die Atem der Meere. Okay. Sprich, aktuell bräuchtest du statt 30 15. Was so ein ganz minimaler Anreiz wäre, den Kram eigentlich zu machen, bevor wer einen Fix rausbringt. Aber Moment, die Zettel, die du hast, die zeigen uns nur die Location, wo wir dann diese... Genau, die zeigen an, welcher Schrein das ist, also der Atem des Meeres ruft aus den Tiefen heraus, suche danach am Schrein des Schlag mich tot. Das okay. Meer kümmert sich um dich. Und in dem Fall, den ihr jetzt da halt habt, ist es was, Korallengrab? Ja, Korallengrab, also der da. Okay. Und da sind wir gerade, oder? Also ja. Wir sind südlich davon. Sehr weit südlich. Aber wir können da hin von mir aus. Captain Matter, irgendwelche Einwände? Ja, Flameheart halt, aber noch hin. Die bringen halt auch 8000. Ja, ich brauch kein Geld. Also ich zock das nicht fürs Geld, sondern als genug Geld. Aber für die, ja, aber für die Cosmetics, für die Flüche, weil ich habe doch gar keinen Fluch. Kann jemand an Steuer gehen und uns mal links? Außenposten? Oder wollen wir jetzt, segeln wir jetzt dahin und brauchen nicht zum Außenposten? Ja, wir haben ja theoretisch nichts, was wir verkaufen können, oder? Nö. Ansonsten? Ja, dann fahren wir erstmal dahin. Los. Jetzt hier Captains Entscheidung. Wir fahren jetzt dahin. Dann Nordkurs. Dann neuer Kurs. Also jetzt Nord-Nordost. Bitte. Das ist Nord-Nordost. Wie steht der Wind? Wind sie steht sehr Siegel. Gut dafür. Sehr gut, dann fahren wir da jetzt hin. Ich glaube, Flamer ist auch jetzt weg. Mehr. Also hätten wir eh nicht schaffen können. Ah, vielleicht kommt ja dafür ein Popo. Der auch Annotations. Die Segel sind nicht im Wind. Nee, da kommt man doch nicht mal zum Angeln. Ups, nein! Ich bin aus Versehen. Plötzlich war ich an der Harpune vom Ruderboot. Ich wollte ans Segel gehen. Ich kann ja mal versuchen, dich zu angeln. Ich wurde hier gerade von einem Meerjungfraumann geangelt. Also ja, abgestellt. Es war eine heiße Liebesnacht. Voller Austauschen von Flüssigkeiten. Was kommt denn dabei raus? Ein Jungfraumann. Ja, genau. Ich wollte genau sowas wollte ich auch sagen. Genau sowas Hohles und Dummes wollte ich auch sagen. Wo? Da sind Fenster.
ausgezeichneter Schuss, Captain. Würde jetzt ein treues Crewmate sagen. Zum Glück ist hier niemand treu. Zum Glück. Sagt ihr immer noch nichts. Okay. Ja, ich gerade aktuell genau auf Long Cove zu. Bevor wir Long Cove rammen. In den Sturm, Jungen! Genau, ich sag's gleich an. Wir können jetzt schon mal so eine Umdrehung weiter nach Backbord schon mal. Oh, es gibt Menschen, die es kennen. Ja, mit Backbord und Steuerbord spielen. Oh ja. Yeah. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, ne? Ja. Jetzt kurz Nordost, bitte. Der Kompass spinnt verrückt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, okay, dann Backbord. Ich gucke hier unten auf die Karte und navigiere dich. Okay. Das ist Steuerbord ansonsten, übrigens. Ansonsten voraus ist noch ein Kauf in Sicht. Genau. Wir wollen links von der Insel vorbei. Links von der Insel vorbei. Norden bringt jetzt. Ich sehe die Insel, weil ich die Segel genau vor mir habe. Bitte hart nach Backbord links jetzt einschlagen. Backbord, Backbord, Backbord. Ich sag jetzt 10 Millionen Mal Backbord und sehe, wie das Boot immer weiter nach Steuerbord. Ich bin hier in einem Sturm, Captain. Ich kann hier gar nichts sehen. Ach, stellen Sie sich nicht so an. Sie müssen ja auch nichts sehen. Sie müssen nur zuhören und tun, was ich sage. Das ist alles. Ja, sehr gut. Jetzt diesen Kurs halten. Genau hier halten. Hier, das für Sie. Sie haben daneben geschossen. Ach ja? Und jetzt? Ja. Wieder? Sie treffen über den unteren Teil von dem, genau das. Oh, wir fahren aus dem Sturm raus. Noch ein bisschen weiter, Oh, ich glaube, Flavio war direkt hinter uns, oder? Eine Umdrehung weiter backward. Nee, das ist jetzt so ein roter Strudel. Ich war sehr flamehard. Ja, wir fahren jetzt genau drauf zum Kurs, genauso halten. Leute, ich habe gerade 3 Hühnchen gekocht. Ohne, dass das Schiff verbrannt ist. Fürchte, ich verliere meine Superkräfte. So, da ist es. Man kann es schon sehen, Männer. Wieso haben wir immer noch so viel Wasser hier drin? Haben wir irgendwo einen Leck? Möglich. Es wäre empfehlenswert, wenn wir die Segel reinholen. Oder ja. Ein Anker. Nee, Segel dann. Ich mag Segel lieber. Oder das Hecksegel mal rein. Ich glaube, Captain, wir haben hier immer noch Wasser drin, weil sie die ganze Zeit das Wasser wieder auf das Deck schütten. Das könnte sein. Aber ich möchte mich auf solche Fake News noch nicht so ganz verlassen. Haben wir jetzt den Anker gesetzt? Ihr werdet so voll Kanone dran vorbeigeschossen. Ja, wohl wahr. Eigentlich wollte ich damit einen Aufbau machen, Mr. Lodolos zu bashen, aber da sie den Anker gesetzt haben, erübrigt sich das. Da kann ich keine Schuld für annehmen. Also einfach rein und runter tauchen. Ja, genau. Alter, wir laufen aber voll Wasser. Also wir laufen hier wirklich mega voll Wasser. Ja. Ihr hört auch das Loch oder? Jetzt, ich sehe es. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Ha, war doch ein Loch, Mr. Lodolos. Ich habe nie gesagt, dass es keins war. Sie haben gesagt, ich war das. Ich habe nur gesagt, dass Sie inkompetent sind, nicht, dass es kein Loch unter Wasser ist. Nein, Sie haben gesagt, dass ich die ganze Zeit das Wasser wieder da reingeschüttet habe. Ja, zusätzlich drauf, zu dem Loch. Sie haben mich ja nicht bis zum Ende ausreden lassen. Sie Captain. Sind, Dings, ne? Captain. Wo ist denn das? Der Captain könnte spürend mal tauchen gehen. Ja, ich will nur, dass sich unser Boot nicht mehr die ganze Zeit um die eigene Achse dreht. Und dann komme ich. Hier ist eine Statue mit roten Augen. Ist die irgendwie besonderes oder? Ja. Die hat rote Augen. Ah, danke. Keine Sorge, der Captain kommt. Captain ist auf dem Weg. Ah, okay. Er muss jetzt in diese kleine Muschel dann reingeben.
Nee, Moment, hier. Store, ah ja, okay, alles klar, cool. Wo schwimmen Sie denn hin, Mr. Dodolas? Wir müssen hier runter, wir müssen noch irgendwie. Ja, aber hier waren doch Schätze, da ist noch irgendwas drin. Was sind wir denn erst, wenn man ein bisschen weiter weg schwimmt? Hier ist noch eine goldene Korallenpraline. Eine was? Goldene Korallenpraline. Ja, hier ist doch gerade Gold geleuchtet, was soll das denn? Sonst war's das schon hier draußen. Da war jetzt nicht so viel, ne? War da irgendwo die Statue jetzt? Die war da draußen. Ja, jetzt draußen. Ja. Wo denn? Vor der Tür. Vor der Tür. Ach, da ist das ein Schrein, den ich noch nicht besucht habe. Ah, die mit den roten Augen. Nee, nicht die mit den roten Augen. Ach ja, das war der. Okay. Einfach gleich das Loch runterspringen. Ich glaube, ich warte dann mal unten. Yay! Yay! Mir fällt irgendwie die Musik dazu aus der vierten Teufel. Ach ja, stimmt, das war der Tresor. Ja. Wow, geht das lange hier? Ja, ne? Ich muss auch wirklich sagen, wir sind zu lange. Ich kann sogar Gas geben. Echt? Ja. Ansonsten hier unten sind auch noch Schätze. Bücher. Ja, hier ist ein Buch. Wissen ist ja auch eine Form von... Ich glaub, das ist das Erste, oder? Das müsste das Erste sein. Ah. Genau, das war das Erste. Und hier ist noch so eine Statue. Können wir da noch nicht unsere Sachen... können wir die nicht in... Oberfläche schicken? Da. Keine Gegner hier? Da hinten sind noch Schätze, ne? Ja. Sollen wir die nicht mitnehmen? Doch. Wir sammeln doch gerade alle anderen Schätze schon auf. Ach so, ich dachte, sie schwimmen schon weiter. Nein. Wir sind sowieso erstmal ein Weilchen hier, weil... Ah, hier geblieben. Toll gemacht, Captain. Haben Sie das gesehen? Nein. Gut. Ich habe es auch definitiv nicht für Twitch aufgenommen. Gut, dann ist ja gut. Hey, haben Sie das hier unter mir aufgesammelt, Mr. Dollars? Denn das sollte hier in die Schatzprobe. Also. Das habe ich nicht. Nein, das habe ich aufgesammelt. Weil das da oben. Aber ich wollte es aufsammeln. Hier, der war nur kommt zu eine... hier sind mehr Jungfrau-Männer. Herr Ludolos, würden Sie eben warten, bevor Sie die Kiste... Okay, dann... Man kann nämlich Sachen in die Goldkisten tun, Mr. Ludolos. Ja, können wir auch gleich machen, wenn wir wieder an der Oberfläche sind, oder? Ja, die Dings sind nur limitiert vom Platz. Achso, ja. Wie viel du in die Mermaid reinstecken kannst. Aber finden wir so viel, dass wir die 20 Plätze mehr als voll kriegen? Man kann die mehr als voll machen, ja. Oh, okay. Ah, Hilfe! Also ich jetzt noch eine. Stirb! Fischweib, Mann! Achso, wo ist denn die... Hey, wo ist denn die Luft? Oben. Ah, wie immer. Ja, und ich bin jetzt halt down. Ich auch. Weil mich gerade zwei Sirenenanführer malträtieren. Ich helfe. Unterstütze mit Feuerkraft. Oh, einen habe ich. Sehr, 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 sehr gut. Hier ist übrigens auch Buch 2 bei mir. Wie viele von denen gibt's? 5. Okay.
Wo bist du denn? Da oben. Einfach einen Gang durch. Also. Und dann nämlich auf der linken Seite. Ja, ich häng fest. Nee. Oh, da oben ist noch irgendwas, ne? Wie kommen wir da hin? Wir müssen dreimal das Hebelrätsel machen. Okay. Dass wir gerade beim, wo wir gerade beim zweiten Mal sind. Mhm. Ich dachte, wir wären beim ersten halt... Mal da dran. Also das hier ist eins der Symbole, ne? Also es gibt jeweils einmal eine also die drei Standardsymbole. Also genau. Das Sirenenherz, die Koralle und die Kette. Und in dem Tresor ist es halt so, dass du zuerst den, halt immer zuerst den, das Sirenenherz, dann die Koralle und dann das andere Ding, die Kette ziehen musst. Und dann geht das ein bisschen weiter hoch. Ja, hier genau, ist der zweite Tresor aufgegangen, ne? Da ist die Kette und die ist ganz oben, glaube ich. Weil die Kette wird halt, muss halt als letztes gezogen werden und dann halt immer. Dann hast du halt immer dieselbe Reihenfolge. Ich bin bereit, die Kette zu ziehen. Sagen Sie mir einfach, wenn. Oh, da sind weitere Sirenen. Ich muss mal erstmal einen Sirenenführer zusammenschlagen. Erwischt. Ich sterbe jetzt gleich. Ich bin hier und kann sie aufheben. Ich bin tot. Nimm die Sirene hier weg, machen. Nicht ins Licht, nicht ins Licht! Zu spät, Captain. Oh, hey. Es ist nie zu spät für Captain Matter. Oh, das ist eine schöne Catchphrase. Ach, toll. Keine Muni mehr. Neben! Ja, Muni ist so ein Argument, das ich unterschreiben kann. Ganz unten ist eine Ammo-Kiste, ne? Ja, ich weiß. Da muss man nur ab und zu mal vorbeikommen. Ah, hier vorne ist die Koralle. Hier ist Buch 3. Ist das 3? Ja, hier ist 3. Bei mir. Bringen einem die Bücher was, wenn man die liest eigentlich? Ja, eine Accommodation wahrscheinlich. Du kriegst dafür dann am Ende kriegst du eine Fahrt bei Lorena freigeschaltet, wenn du alle Bücher hast. Wer ist Lorena? Hier vorne ist das Buch. Hier ist aber noch, ne? Genau, da ist auch noch Loot. Buch. Hi. Lorena ja. Ist die vor den Tavernen steht. Ah, okay. Die mit dem Schwarzmarkt. Und das sind dann halt Fahrten für, dass du irgendwas bekommst. Ich hab's selber noch nicht gemacht, deswegen kann ich auch nicht sagen, was man kriegt. Aber sind die in allen von diesen Vaults versteckt oder nur jetzt in dem einen hier? Oder? In den Schreinen. Es gibt ja Schreine und es gibt Vaults. Achso. Ach, und die Vaults sind in den Schreinen, ja? Nein. Die Vaults sind separat. Nochmal. Ah. Und dass du halt, du hast wirklich getrennte Vaults und getrennte Schreine. Ah, okay. Ja, und wenn du, und halt in den Schreinen sind die Bücher. Ah, und Loot und in den Vaults ist halt nur Loot. Okay. Und jetzt könntest du zum Beispiel auch die Kette ziehen. Weil die anderen beiden sind gezogen. Ja, bin auf dem Weg. Kann einer nicht schon mal ans Schiff wieder zurückgehen und die Sachen aus dem Ding rausholen? Das geht auch, natürlich. Wenn du die Bücher nicht willst, die anderen zwei. Also komm ich eh wieder rein, oder was? Also du kannst wieder runterschwimmen, nur die eben, Kette habe ich gezogen. Das dauert halt ewig. Also, wir sind jetzt bei wie vielen sind wir? 12, wenn es hochkommt? Ja, ach, genau. 15. 15, ja. Okay. Geht aber. Aber man kann es theoretisch, darum geht's. Ja, also prinzipiell, wenn man eine Crew hat, wo es heißt, alles klar, einer hat
den Kram schon oder zwei haben den Kram schon. Ja. Und die anderen beiden brauchen den Kram noch. Dann kann einer zeigen, wo der gut halt, wo die Bücher sind. Und der andere kann halt oben warten zum Beispiel und abgeben. Einsammeln immer wieder. Sind da irgendwo noch Einzelschädel oder so? Hier ist was. Ich hab, nee, ich kann die Kiste hier voll machen, sorry. Zu dem Argument übrigens mit dem Vollmachen. Du kannst die ganzen Schätze nämlich auch wieder hier unten auslösen. Ja. Genau. Ah, du hast den Trank, okay, ja. Hier ist das Buch, ne? Der vierte? Genau, da ist Nummer 4 und hier oben ist Nummer 5. Ach nee, wo ist Nummer 4? Nummer 4 ist in dem einen Seitending und Nummer 5 ist oben. Ja, die 5 habe ich jetzt gerade schon, aber die 4 noch nicht. Die 4 ist, müsste hier, war hier unten bei Matta. Ah ja, ich seh's. Jo, hab's dann. Jo, alle hab ich. Achso, aber jedes Tomb oder jeder Schrein hat seine eigenen 5 Bücher, ja? Genau, am Ende hast du 25 Bücher. Okay, alles klar. In dem einen sind sie besser versteckt als in dem anderen und umgekehrt. Mhm. Ach, bist du schon wieder an Schiff gegangen? Nein. Ja, weil es sind jetzt wieder 2 von 20, ne? Oder ja. Hat die rausgeholt? Du kannst den Kram hier unten auch auslösen. Weil wir hatten jetzt hier ja nochmal Truhen gefunden. Und da hatte ich die kurz mal ausgelöst, dass man die Truhen voll machen kann. Ach so. Dann sind die Sachen aber halt wieder hier unten, ne? Ja. Genau. Und die können wir verkaufen, wo wir wollen, ähnlich wie die Herzen oder diese. Die Tränke kannst du verkaufen, wo du willst. Aha. Du kannst nicht alles frei verkaufen. Zum Beispiel halt Schatzkisten wirklich nur beim Goldsammler. Okay. Etc. Halt so wie man es kennt. Ja, jetzt haben wir halt einen vollen. Hast, glaube ich, deine Frage beantwortet, ob man den wirklich voll kriegt? Jo. Aber da kann jetzt einer kurz mal eben zurück. Genau, jetzt kann einer noch. Zum Beispiel ich kann jetzt auch an Bord gehen. Wo ist denn die? Ja, die ist hinter dir. Dann gehe ich an Bord und. Moment, also nochmal, ich gehe zum Schiff und dann kommen die Sachen oder muss ich den Schatz einsammeln machen? Du musst. Da oben schwimmt dann eine. Auch eine Mermaid. Ah, okay. Also kann ich einfach zurück zum Schiff und dann da genau. Oben die Mermaid. Da oben schwimmt eine Mermaid, bei der musst alles du den klar, Schatz auslösen. Alles klar. Ich habe nämlich jetzt alle Bücher hier gefunden. Da schwimmt die Mermaid hier. Die kann ich aber nicht mit der Harpune einfangen, die Mermaid, ne? Nee, du musst da hinschwimmen, F gedrückt halten. Ja. Wenn du da bist, dann zurück kannst du. Kommt der Schatz hoch, kommen die Schätze hoch, die kannst du einsammeln und währenddessen können wir hier wieder voll machen. Aber sind wir jetzt durch mit dem Schrein hier? Genau. Okay. Ah, da oben. Oh nein, da. Noch was? Da kommt eine Piratenschaluppe auf uns zu, glaube ich. Hier ist noch ein Teil. Oder ist das, was ist das für eine Schaluppe? Doch, ist eine Piratenschaluppe. Ne, alles gut. Die tun uns ja nichts. Wir ihnen aber gleich, oder Männer? Hier oben sind noch ein paar mehr Dinger, da oben ist noch ein Rubin. Wo? Also so, ja, da waren relativ viel noch. Also ein anderes Spieler oder ein Skelett? Skelett, nee, ist ein Skelett. Ach so, ja gut. Die greifen uns ja nicht an, solange wir sie nicht angreifen, alles gut. Ein Spiel kann noch viel bei dir jetzt oder sind wir durch? Nee, hier oben ist nur noch ein Smaragd. Den hast du jetzt aber gerade in Ordnung, ja? Genau. Okay. Dann kann ich auch schon mal zurück zum Schiff, ne? Ja, das könnte ich. Bin hier direkt mit dem Boot. Das Ruderboot geholt, die Sachen können wir nämlich direkt da drin lassen. Ja.
Ich weiß nicht, was das, ob das jetzt schneller ist, was ich hier gerade mache. Oh, ach, da bist du. Oh mein Gott. Juhu, ich hab den Bug wieder. Das sind zwei davon, hast du, oder was? Nein, das steht bei mir unten an der Harpune. Also unten neben der Mermaid an der Harpune. Okay. War alles? Ja, müsste sein. Nee, und du kannst sie nochmal auslösen. Stimmt, wir haben die wieder voll gemacht, ne? Mhm. Okay, mach ich. Ich finde das gut, wie das Router so da mitten in der Mermaid steht. Mhm. Ich dachte, ich könnte sie hier vom Boot aus auslösen. Aber ging nicht. Ah, ich glaube, ich habe da was fallen lassen, ja. Wurde mir das jetzt hier vom Haken geklaut? Das kann doch nur Mr. Lodolos gewesen sein. Nein. So, okay. Wenn wir die Sachen alle im Ruderboot lassen, können wir sie gleich super auslösen. Leute, lasst uns mal einmal Kurs Backbord nehmen und an die Kanonen. Ich will ein Seegefecht haben, Leute.